steig ich so trunken, verzweig mich ein Sturm, welcher Zeit. Über allen Gestirnen, wo schon dein Atem geht, weiß ich uns längst eins, doch bin ich spät. Silben, die schwinden ins Nie, ich fahr wird dich rückholen zu mir, so haltlos und leer ich doch bin. Kein Gedanke, kein Glaube so stark, dass sicher ich will. Früher residierten die Herren im Palast, jetzt heute nur noch in diesem etwas abgeblätterten Häuschen, trotz vieler Milliarden. Und unter all den korrupten Leuten finde ich eigentlich nur einen interessant und fair. Und mit dem will ich jetzt mal reden über Schuld und über Versagen. Haben Sie jemals daran gedacht, sich umzubringen? Nein, ich bin kein Typ, der seinem Leben selber einen Schluss setzen will, weil ich davon ausgehe, wer mit Verantwortung im Leben steht, kann sich nicht aus Verantwortung einfach durch
einen Selbstmord aus dem Leben schaffen. Und ich sehe auch, und das ist ja nun die Situation, mit der wir in diesem vereinigten Deutschland umzugehen haben, wenn wir uns alle nur so betrachten, dann werden wir nicht zusammen leben können, dass die einen sozusagen das Recht haben zu überleben, weil sie die guten Deutschen sind, und die anderen sozusagen leben mit der Trauer und leben mit der Situation, dass sie sich befragen müssen, können sie weiterleben. Ich glaube, das wird im vereinigten Deutschland nicht funktionieren. Aber ich meine, haben Sie sowas wie einen Zusammenbruch gehabt? Meine Beschwerden waren natürlich eben die, von denen wir gesprochen haben, im hohen Maße Schlaflosigkeiten und eine Überspanntheit in der Arbeit, gegen die ich im Prinzip dann sehr schwer ankämpfen konnte. Wie hat sich das geäußert? Das hat sich ganz einfach daran geäußert, dass sozusagen die sonst schon kurzen Nächte von 5-6 Stunden dann am Ende noch mit 2-3 Stunden mit starken Schlaftabletten waren, um in dieser Zeit seiner Arbeit und seiner Verantwortung nachzukommen. Das alles gab es. Und wann hörte das auf? Nun, das hörte auf in der Sommerphase, wo ich dann erstmal selber aus diesem direkten Druck und der Verantwortung herauskam, eine neue Regierung, unter der Messier sich bildete. Und es setzte aber auch in manchen Fragen wieder ein, als ich gesehen habe, wie die Vereinigung der beiden deutschen Staaten über ein Tempo gezogen wird, wo sehr viele Fragen offen bleiben. Und wenn wir von Fragen von Verantwortung sprechen, dann bitteschön, das geht ja alles über den Sender, dann will ich eines auch so deutlich sagen. Es kommt eine Zeit, wo viele Menschen die Frage nach Verantwortung sich auch zu stellen haben, die mit dem Tempo dieser Vereinigung, den vielen ungelösten Fragen, den Millionen Arbeitslosen zusammenhängen. Niemand kann heute so tun, als wären das alles nur Fragen, die mit 40 Jahren Vergangenheit zu tun haben. Sie meinen, auch diese Leute, die sowas angehört haben, keine schlaflosen Nächte? Ich meine auch, mancher müsste schlaflose Nächte haben, der die Unvollkommenheit dieser Vereinigung der beiden deutschen Staaten auch mit auf den Weg gebracht hat. Sie haben nicht gewusst, was läuft. Sie haben nicht gewusst, was der Stasi eigentlich macht. Sie haben die Verbrechen nicht mitgekriegt. Sie haben jetzt nicht mitgekriegt, wie die PDS da die Milliarden auf die Seite gebracht hat. Aber ist das nicht ein Schock für einen Politiker eigentlich, wenn er merkt, er blickt nicht mehr durch? Und er ist selber, also dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, er ist selber korrupt oder er blickt nicht durch, er ist ein Trottel. Dass es einen Schock gibt, wenn man all diese Dinge erlebt, hört, das steht außer Zweifel. Das ist völlig klar. Wenn man meint, dass sozusagen das Leben in diesem Lande immer nur aus diesem engen, ganz engen Winkel betrachtet werden konnte oder betrachtet wurde, dann muss man uns natürlich alle zu Trotteln machen. Aber da muss man auch beim Gorbatschow und da muss man bei jedem davon ausgehen, dass jeder, der im Osten lebt, war ewig ein Trottel. Aber ich meine, Sie haben doch auch Geld gekriegt dafür, für Ihre Führungsqualitäten. Ja. Sie haben aber nicht gewusst, was läuft und wussten jetzt nicht mal von den Milliarden. Ich habe auf den Gebieten, für die ich unmittelbar Verantwortung getragen habe, habe ich durchgeschaut und auf diesen Gebieten habe ich gearbeitet. Ich habe mein Geld dafür nicht geschenkt gekriegt. Aber Herr Modo, dann kommen wir doch wieder auf das System des Fachidioten, des Wissenschaftlers, der sagt, ich habe ja nur eine Schraube erfunden und das Ganze ist eine Atombombe. Ich habe damit nichts zu tun. Bei mir war es natürlich auch mit der Verantwortung für die Politik verbunden. Aber all die anderen Fragen von inneren Strukturen, über die ja nun heute gesprochen wird, da bin ich sehr dafür, dass man die weiter untersucht und dass man sich weiter damit beschäftigt. Unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer. Unsere Heimat sind auch all die Bäume im Wald. Unsere Heimat ist das Gras auf der Wiese, das Korn auf dem Feld und die Vögel in der Luft und die Tiere der Erde. Und die Fische im Fluss sind die Heimat. Und wir lieben die Heimat, die Schöne, und wir schützen sie, weil sie dem Volke gehört, weil sie unserem Volke gehört.
Ich heiße Sie herzlich willkommen, liebe Freunde, Weggefährten, Genossen, auch Genossen, Exzellenzen. Wir wollen heute an Hans Modrow erinnern. Ein Abschied ist es eigentlich nicht, weil wir haben bereits seine Asche zu Grabe getragen. In der vergangenen Woche im ganz kleinen Familienkreis auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof. Und es ist im Dorotheengarten, Reihe 5, Grab 5. Er ist dort in dem Kreis jener, den er sich immer zugehörig fühlte, bescheiden wie er war. Nach meiner Wahrnehmung ist Hans Modrow möglicherweise der am meisten unterschätzte Staatsmann in der deutschen Geschichte. Unterschätzte Staatsmann in der Geschichte. Er hat wesentlich dafür gesorgt, dass in diesem Herbst oder in diesem Übergang kein Schuss fiel und dass der Übergang organisiert und gesittet sich vollzog. Das wird möglicherweise sozusagen von ihm in der Geschichte bleiben. Wir wollen heute an ihn erinnern. Es gibt sind vorbereitete Beiträge zu erwarten und zwischendurch gibt es Musik und ich werde dann immer die jeweiligen Redner ankündigen. Der erste ist dann Dietmar Bartsch. Dietmar Bartsch ist ein Co-Vorsitzender der Fraktion der Linken im Deutschen Bundestag und ist der nach meiner Wahrnehmung, wir kennen uns beide aus der FDJ, nach meiner Wahrnehmung derjenige, der am längsten und am intensivsten, sagen wir, den Kontakt zu Hans Modrow gehalten hat. Er war auch der Einzige aus dem früheren Kreis, der an seinem 95. Geburtstag zugegen war. Wir haben ihn zusammen am 27. Januar gefeiert. Und möglicherweise gibt es sozusagen also auch eine landsmannschaftliche Verbindung. Hans kam, wie wir wissen, sagen wir, aus einem pommerschen Dorf und Dietmar kommt aus Vorpommern. Wahrscheinlich die Fischköppe, die halten zusammen. Also wir werden sozusagen die Sache, es wird sich wahrscheinlich 2 Stunden hinziehen, auch wenn wir alle schwarz tragen, es ist sicherlich im Sinne von Hans, dass wir das nicht wie so ein Gottesdienst hier abfeiern und alles sehr bieder nehmen. Auch nach der Musik darf geklatscht werden und wenn sozusagen heitere Passagen in den Ausführungen kommen, dann darf auch gelacht werden. Und der Rest sage ich dann nachher. Dietmar, bitte. Ja, offensichtlich der Versuch, Frank, dass es Beifall nach deiner Einleitung gibt, ja? Hat nicht geklappt. Ja. Ja, liebe Gabriele, liebe Tamara, liebe Angehörige, Exzellenzen, meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen. Ja, wir nehmen auch Abschied von Hans Modrow heute. Wie Frank eben sagte, Hans wurde in Jasenitz, im heutigen Polen, geboren. Er war ein Zeuge dieses Jahrhunderts. Aber Hans Modrow war ein Mitgestalter dieses Jahrhunderts, wie die beeindruckenden Bilder und auch das Interview überzeugend gezeigt haben. Was für ein Lebensweg. Aus dem sowjetischen Kriegsgefangenen und Antifa-Schüler wurde ein standhafter Sozialist, Gesellschaftswissenschaftler, promovierter Ökonom. Aus dem Arbeiterkind und Schlosserlehrling der vorletzte Ministerpräsident der DDR. Einst Komsomol-Hochschüler und Jugendfunktionär der ersten Stunde wurde Hans zu einem Abgeordneten der Volkskammer der DDR und zu einem Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Aus dem pommerschen Jungen, da hast du recht, wurde ein Mitglied des Europäischen Parlaments, ein geschätzter Gesprächspartner in Russland, in Kuba, in Tschechien und China, in Nord- und Südkorea, wie hier auch zu sehen war, in Japan, Südafrika und anderswo. Hans Modrow bleibt uns allen in Erinnerung als ein nahbarer Politiker und bodenständiger Internationalist. Ihn konnte man in der Kaufhalle und beim Wandern in der sächsischen Schweiz antreffen
und eben auch ansprechen. Seine Regierung nannte er eine Regierung der nationalen Verantwortung. Stets verstand er sich als ein ostdeutscher Politiker, in diesem Landstrich verwurzelt und hier mit den Menschen verbunden. Eine verengte Sicht war seine Sache nicht. Er bereiste nahezu alle Regionen dieser Welt, war neugierig auf die Lebensweise der Völker auf dem Globus. Hans Modrow zeichneten die wohl wichtigsten Eigenschaften eines Politikers aus: Gradlinigkeit und Glaubwürdigkeit. Das gereichte ihm im Übrigen nicht immer zum Vorteil. Sein Platz war oft zwischen allen Stühlen. Von den eigenen Oberen misstrauisch beäugt und später auch vom bundesdeutschen Nachrichtendienst beobachtet. Entgegen der in der DDR üblichen Bewegungsrichtung schickte ihn die SED-Führung von Berlin nach Dresden. Er wurde sozusagen wegbefördert. Später, mit seiner Initiative Deutschland einig Vaterland, stieß er Anfang 1990 auf Ablehnung in Bonn, auf Skepsis in der Parteizentrale und auf unterschiedliche Bewertungen in der Bevölkerung und auch in der Partei. Und ich sage offen, ich fand die Idee damals auch ziemlich furchtbar. In der Bundesrepublik wurde aus dem Hoffnungsträger Hans Modrow der Schurke Hans Modrow. Für ihn hieß es Strafrente statt Bundesverdienstkreuz. Ich erlebte Hans Modrow das erste Mal auf dem außerordentlichen Parteitag der SED Ende 1989. Wie die meisten Delegierten setzte auch ich größte Hoffnung in den damaligen Ministerpräsidenten, der wahrlich um sein Amt nicht zu beneiden war. Was für den einen zu weit ging, griff für die anderen viel zu kurz. In seiner nächtlichen sogenannten Geheimrede wandte sich Hans gegen die Forderung nach Auflösung der Partei. Emotionen, verbunden mit pommerscher Sachlichkeit, waren Kern seiner Rede. Die Forderung, die damals stand nach Auflösung der Partei, war ja wahrhaftig nicht aus der Luft gegriffen. Und es war überhaupt nicht sicher, dass das nicht geschieht. Der ein oder andere ist noch dabei, der weiß, wie die Situation damals war. Und Hans erklärte damals: Wenn dieses Land nicht mehr regierungsfähig bleibt, weil mir, dem Ministerpräsidenten der Deutschen Demokratischen Republik, keine Partei zur Seite steht, dann tragen wir alle die Verantwortung dafür, wenn dieses Land untergeht. Wir alle hier im Saal kennen den weiteren Verlauf der Geschichte. Ja, Hans Modrow war der Ministerpräsident des Übergangs. Doch er war kein Premier der Übergabe. Der friedliche Weg zur deutschen Einheit, das hat Frank eben schon gesagt, war sehr wesentlich ihm zu verdanken. Der eine oder die andere wird sich erinnern an den 15. Januar, den Sturm auf die damalige Stasi-Zentrale mit all den Risiken, die damals verbunden sind. Dieser friedliche Weg, das wird sein politisches Vermächtnis bleiben. Er wollte, dass die Ostdeutschen erhobenen Hauptes in das geeinte Deutschland gehen. Das Interview war noch einmal ein beredter Beweis. Zusammen mit seiner Wirtschaftsministerin Christa Luft und anderen strebte Ministerpräsident Hans Modrow, solange es irgend ging, eine deutsch-deutsche Zusammenarbeit an, eventuell eine Vertragsgemeinschaft oder eine Konföderation. Die Berliner Zeitung nannte Hans Modrow dieser Tage den Garanten des friedlichen Übergangs. Er sei der Letzte gewesen, der die Ostler vor dem übergriffigen Westen schützte. Das sogenannte Modrow-Gesetz kann ich hier als eines von vielen Beispielen nennen. Es erlaubte den Ostdeutschen, die ja in der Regel vergleichsweise arm an Vermögen waren, die Grundstücke ihrer Häuser weit unter dem Marktpreis zu erwerben. Und bis in die letzten Tage von Hans war es so, dass er, wenn er mit der U-Bahn von der Karl-Marx-Allee zum Karl-Liebknecht-Haus fuhr, mit der U-Bahn häufig hörte: Danke, Herr Modrow, wegen Ihnen konnten wir unser Zuhause behalten. Da war er immer auch ein bisschen stolz drauf. Und die
erwähnte von mir schon nächtliche Parteitagsrede markiert, wann es Hans Modrow beharrlich verfolgte, auch den Erhalt der sozialistischen Idee. Eine demokratische, friedliche, gerechte Gesellschaft mit Chancengleichheit für alle. Dass wir heute eine Partei des demokratischen Sozialismus haben, ist ohne das Wirken von Hans Modrow undenkbar. Es ist sein historisches Verdienst. Hans war auch durch und durch Analytiker. Bauchentscheidungen waren ihm sehr suspekt. Deshalb blieb er der Rosa-Luxemburg-Stiftung stets eng und aufmerksam verbunden. Deshalb gründete er die Modrow-Stiftung. Deshalb forderte er beharrlich solide Bildungsarbeit in der Partei. Über 20 Bücher hat er seit der Wende geschrieben und herausgegeben. Und immer wieder hat er auch den Gedankenaustausch mit dem ostdeutschen Kuratorium der Verbände gesucht. Auch das war in den Bildern sichtbar. Hans Modrow war mit ganzem Herzen Parteipolitiker. Nur wenige wussten so präzise, wie eine Partei tickt, was sie im Inneren zusammenhält und auch, was sie zu sprengen droht. Hans war Ehrenvorsitzender der PDS und viele Jahre an der Spitze des Ältestenrates der Partei. Er mischte sich ein, freundlich im Ton, aber immer auch sehr konsequent in der Sache. Einer, der Verantwortung suchte, sie annahm und sie dann auch sehr ernst nahm. Er blieb unbeirrt, auch wenn wenige dem ehrenwerten Gremium der Alten oder manche eher herablassend, denn achtungsvoll gegenübertraten. Nicht ohne Bitterkeit blickte Hans im Januar des vorigen Jahres in seinem politischen Testament auf die Verfasstheit der Linken meiner Partei. Er schrieb, die Folgen des Scheiterns der Linkspartei werden ganz Deutschland und die europäische Linke insgesamt treffen. Das eine wie das andere ist irreparabel. Dessen sollten wir uns bewusst sein. Diese Worte gelten gerade heute. Leider. Sie zu beherzigen, das sind wir Hans schuldig. Auch Genossen wie Lothar Bisky, Michael Schumann oder eben auch Gerhard Riege. Ich hatte in den vergangenen 30 Jahren sehr, sehr viele Begegnungen mit Hans. Frank hat darauf hingewiesen. Stets traf ich ihn immer pünktlich auf die Minute und ganz präzise vorbereitet. Sein erstens, zweitens, drittens ist legendär. Und selbst wenn dann zweitens etwas ausschweifend behandelt worden ist, geriet bei ihm drittens nie aus dem Blick. Smalltalk, das war seine Sache nicht. Ebenso wenig wie ein Mensch der schenkelklopfenden Ausgelassenheit war. Wobei er schon ein Freund verschmitzter Heiterkeit und auch mitunter feiner Ironie war. Und weil er ein lebensnaher und kulturvoller Mensch war, zählt er eben auch zu den Gründern des Fußballclubs Union Berlin. Ich meine, heute sind ja viele Freunde, wo sie oben stehen. Aber früher war das nicht so üblich, ne? Da war es noch sehr leer bei Union. Und er zählt auch zu den Initiatoren des Wiederaufbaus der Semperoper. Auch daran gehört erinnert. Er war ein Mensch größter Disziplin. Erwartete er übrigens auch von anderen. Und er forderte das auch ein. Da Frank ja gesagt hat, vielleicht kann man auch mal über ironische Dinge reden. Also als der Gregor Hobbypilot damals den Vorsitzenden Lothar Bisky mitnahm zum ersten Flug, man berichtet übrigens, dass Lothar Bisky den ganzen Flug über sehr ruhig gewesen sein soll, war es so, dass Hans das gar nicht lustig fand und die beiden zu sich zitierte. Und auch da wird berichtet, dass Lothar gar kein Wort sagte und bei Gregor ist das ja noch besonderes, auch fast kein Wort sagte, weil er sie eben extrem ins Gebet genommen hat. Mit Hans war trefflich zu streiten. Wir waren oft, aber wahrhaftig nicht immer einer Meinung. Und das war bis in die jüngste Vergangenheit so. Wenn ich da auch an den Geburtstag denke, haben wir auch nochmal durchaus an der einen oder anderen Stelle kontrovers diskutiert. Ich kann nur sagen, mir hat das nicht geschadet. Im Gegenteil.
Er hat mich mitgeprägt durch seine Politik und durch seine Haltung. Und zu Recht, ja, als Nordlichter einte uns, dass Leidenschaft nicht zwingend mit Hitzköpfigkeit einhergehen muss. Um einen typischen Modroschen Satz zu zitieren, Knatsch haben alle. Es kommt darauf an, was man daraus macht. Wir hatten kein Interesse daran, dass die Linke vor allen Dingen wegen innerer Streitereien in die Medien kommt. Das war immer ein großes Interesse von ihm. Apropos Medien, im DDR-ND und in der aktuellen Kamera, die Älteren erinnern sich, tauchte Hans eher selten auf. Die bundesdeutschen Medien feierten ihn bis 1989 als den Gorbatschow aus Dresden. Und danach, sehr schnell danach, war er der Ewiggestrige. Letztlich hatten es aber alle schwer mit ihm. Und das ist auch gut so. Es waren bei ihm nie zweideutige Äußerungen. Auf eins will ich unbedingt nochmal hinweisen, weil das hier gesagt worden ist. Es gab bei ihm nie Affären oder Skandale. Das zeichnete ihn aus und das hat ihn auch so sympathisch gemacht. Buchstäblich bis zum letzten Atemzug blieb Hans ein politischer Mensch. Auch bei der letzten Begegnung, bei seinem 95. Geburtstag, konnte ich mich davon überzeugen. Er war besorgt und bestürzt über die internationalen Entwicklungen, vor allem mit Blick auf Osteuropa, die Ukraine, aber auch den Nahen Osten. Er gehörte ja noch einer Generation an, die den Krieg noch selbst erlebt hatten. Und deswegen war er hier auch in einem noch viel höheren Maß sensibel als andere. Er war zeitlebens ein Friedenspolitiker und bestürzt, dass heute in Europa wieder ein Krieg tobt. Und selbstverständlich bei unserer letzten Begegnung winkte er mich dann auch heran und sagte, dass wir doch noch mal beide zu zweit kurz reden müssen, was wir auch gemacht haben. Ich habe auch zwei Aufträge erhalten, die ich allerdings nun leider nicht mehr realisieren kann. Liebe Gabi, meine Damen und Herren, am Ende seiner Tage war Hans mit sich im Reinen. Über 50 Jahre währte seine Ehe mit Annemarie. Das Paar hatte zwei Töchter. Im Herbst seines Lebens war er stolz auf seine drei Enkel, vier Urenkel, und er fand eine neue Liebe, ein neues Glück an der Seite von Gabriele. Sie war ihm geistige Partnerin, aber eben auch Reisebegleiterin, was er sehr genossen hat. Aber man darf auch die schweren Stunden nicht verschweigen. 2003 musste Hans seine Annemarie zu Grabe tragen, 2017 Abschied nehmen von seiner Tochter Irina, mit der er noch einmal die Orte seiner Kindheit und Jugend besuchte. Ja, verehrte Anwesende, wir nehmen Abschied von Hans Modrow. Wir verneigen uns vor ihm und vor seinem Lebenswerk. Wir drücken seinen Angehörigen die Hand. In der Stunde des Abschiedes und der Trauer gibt es Trost. Und vor allen Dingen Trost mit dem, wie Hans Modrow selbst seine Lebensbilanz gezogen hat. Und ich zitiere ihn, da gibt es ein sehr glückliches Leben, völlig unabhängig von der Politik. Die Hochzeit, die Familie, die Kinder, Enkel und Urenkel. Ich kann sagen, mit mir hat es dieses Leben gut gemeint. Danke, Hans. Du fehlst bereits jetzt. Wir werden dich nicht vergessen. Dankeschön. Als nächstes spricht Christa Luft. Sie war, wie schon erwähnt, Ministerin im Kabinett von Hans Modrow und seine Stellvertreterin. Es sind alle so große Männer hier vor mir. Dankeschön. Liebe Gabi, liebe Familie Singer, liebe Genossinnen und Genossen, verehrte Anwesende.
In Hochachtung vor seiner Lebensleistung, vor seiner Menschlichkeit und vor seiner Herzenswärme, ja, sage ich Herzenswärme, er war kein Apparatschik, verabschiede ich mich traurig heute von dem Menschen, den ich 1989, also in politisch turbulentesten Zeiten und auch später, ein gutes Stück aus nächster Nähe begleiten konnte. Mein Traum war es nie gewesen, ein Regierungsamt zu übernehmen. Als Hans mit der Bildung eines neuen Kabinetts beauftragt und ich uns auf seinen Wunsch zum ersten Mal begegneten, kannten wir uns noch gar nicht persönlich, ob das glaubhaft ist oder nicht. Wir haben uns nicht persönlich gekannt, sondern jeder kannte vom anderen etwa den Lebenslauf und was er sich so politisch vorstellt, aber wir kannten uns nicht persönlich. Aber wir hatten von Anfang an ein beiderseitiges Urvertrauen und das ist auch bis zum Schluss so geblieben. Er wünschte sich, dass ich seine erste Stellvertreterin werde. Ich kann gar nicht beschreiben, wie es mir damals ging. Ich war nicht nur geschockt, ich war gelähmt. Ich sagte, Hans, das kannst du doch nicht machen. Du brauchst dafür jemanden aus der Wirtschaftspraxis. Nee, das kann ich ganz allein. Ich brauche jemanden, der die Wirtschaftsreform kreieren kann. Und dafür hast du mit deiner Hochschule für Ökonomie das Hinterland. Ich habe versucht, allerhand Beweggründe vorzutragen, weshalb ich das nicht machen kann. Er blieb immer ruhig und sagte, das kriegen wir alles hin. Und ich erbat mir Bedenkzeit, weil ich ja wusste, wenn ich hier Ja sage, was bedeutet das für mich persönlich, was bedeutet das vor allen Dingen für meine Familie? Ich brachte es in dem Moment, ich muss sagen, ich hatte viele Kadergespräche in meinem Leben. Da war immer jemand von der Partei dabei, von der Gewerkschaft, da war ein Protokollant vom Frauenbund. Dieses Mal waren wir beide ganz allein. Und ich kam am Ende in das höchste Amt meines Lebens. So waren damals die Verhältnisse. Also ich habe nicht in dieser Situation nicht Ja sagen können zu ihm, aber ich brachte es auch nicht fertig zu sagen, konsequent Nein. So stand ich dann am nächsten Tag auf der Kandidatenliste, die Hans vorlegen musste der Volkskammer, und wurde am 17. November, wie alle anderen, die auf der Liste standen, gewählt. Das war der Geburtstag meines zweiten Sohnes, das werde ich auch nie vergessen, wie ich da oben stand mit den anderen. Und nun wusste, das Leben wird jetzt ein anderes. Aber unser damaliges Gespräch dauerte 20 Minuten, mehr Zeit war nicht, denn vor der Tür standen schon wieder weitere, die bestellt waren zum Gespräch. Denn er musste eine Koalitionsregierung bilden aus allen Parteien, die es damals gab. Und er hat ja dann später auch noch vom runden Tisch 8 Vertreter und Vertreterinnen an den Kabinettstisch geholt. Sowas war auch eine Premiere, die nur er fertiggekriegt hat. Ich sagte schon, nach 20 Minuten etwa war unser Gespräch beendet. Ich fand mich am übernächsten Tag auf dieser Liste mit Kandidaten für einen neuen Ministerrat und wurde wie alle anderen gewählt. Hans hat in dieser Lage immer einen kühlen Kopf gehabt. Er hat immer mit ruhiger Hand den Prozess gesteuert. Ich hatte im Leben viele Chefs, oder sagen wir auch nicht allzu viele, aber doch etliche. Aber ich hatte keinen wie diesen. Hans erwartete nicht nur von seiner Mannschaft vollen Einsatz und hohe Leistung, sondern zuoberst von sich, mitunter bis zur Askese. Er sah in Ratschlägen keine unangemessene Einmischung in seine Verantwortung, wie das manche seiner Vorgänger getan hatten, sondern er erbat Rat. Er war reformorientiert und angetreten, um lähmende Verkrustungen in Wirtschaft und Gesellschaft der DDR aufzubrechen, Bewährtes dabei zu erhalten und Neues, notwendiges Neues einzuleiten. Ich sagte schon, dazu gehörte eben auch vom zentralen runden Tisch 8 Vertreter der Opposition an den Kabinettstisch zu holen, womit er auch die politische Lage, die damals brenzlig war,
stabilisierte. Als DDR-Ministerpräsident warb er 1990 für ein Zusammenwachsen beider deutscher Staaten in einem mehrjährigen Prozess. Bei Sondierung dessen, was an DDR-Potenzialen, die zukunftsfähig waren, an zukunftsfähigen Erfahrungen aus der DDR, mitgenommen werden kann in ein Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten. Aber er bestand auch darauf, dass auch auf der anderen Seite zu sondieren ist, was dort überkommen, was dort nicht mehr lebensfähig ist für die Zukunft. Das aber kam bei der westdeutschen Seite nur nicht positiv an. Man hielt das für eine Anmaßung, für eine Anmaßung. Und so fiel dann auch das Treffen beider Regierungen im Februar 1990 in Bonn aus. Ich sage mal in Klammern, wir hatten eine Einladung, wir hatten eine offizielle Einladung. Und als wir dort ankamen, war schon das komplette Kohl-Kabinett aufgereiht und alle standen, als wären wir jetzt zu einer Beerdigung gekommen. Also kühl und eigentlich abweisend. Im Stillen habe ich immer gedacht, die haben uns erwischt, wie wir illegal den Kanzleramtszaun übersprungen haben. So etwa war die Lage dort. Ich sagte schon, etwas Zukunftsfähiges aus der DDR mitzunehmen in eine mögliche deutsche Einheit, das fand die andere Seite nun wirklich anmaßend. Und entsprechend fiel das Treffen beider Regierungen Mitte Februar 1990 in Bonn aus. Noch heute erinnern sich ostdeutsche Frauen und Männer. Ich habe jüngst bei einer ND-Leserreise nach Cottbus viele von denen wieder getroffen. Und die kommen und sagen, Mensch, wie war das da bei euch? Das alles, was ihr da erlebt habt, das erleben wir nach der deutschen Einheit, haben wir das selbst erlebt, nämlich dass die Ostdeutschen untergebuttert werden sollten. Viele erinnern sich an das zum Teil im Fernsehen dokumentierte beschämende Verhalten der Kohlriege mit den D-Mark-Zeichen in den Augen gegenüber den Landsleuten aus dem Osten. Und das war, wie gesagt, ein Vorgeschmack darauf, was viele Ostdeutsche dann im Vereinigungsprozess erlebten. Hans Modrow parierte die demütigenden Anwürfe souverän und mit Würde, wie es selbst in einigen bundesdeutschen Medien hieß. Von meinem letzten Zusammentreffen mit Hans am 16. Januar dieses Jahres sind mir zwei Probleme in besonderer Erinnerung, die ihn umtrieben, und ich werde nicht vergessen, wie es ihn quälte, wegen schwindender physischer Kraft nicht mehr zur Lösung beitragen zu können. Das war zum einen das auch von ihm beobachtete Abrücken seiner Partei vom Gründungskonsens der Linken aus dem Jahre 2007. Er hatte davor allerdings vergeblich oft gewarnt. Und das zweite Problem, was ihn bewegte, war der blutige Einmarsch in die Ukraine, befehligt von der Führung des Landes, dem er sich zeitlebens verbunden gefühlt hatte. Eine bittere Enttäuschung, wenn es ihm auch wichtig war, die Vorgeschichte eines solchen völkerrechtswidrigen Geschehens nicht auszublenden und auch nicht zu vergessen, was die andere Seite, die NATO-verbundene Seite, auf diesem Gebiet an Folgen hinterlassen hat. Zu Hans' Vermächtnis gehört der Rat, die Geschichtsbildung der Jugend und den geistigen Austausch zwischen den Generationen zu intensivieren. Lieber Hans, du hättest uns noch so viel zu sagen. Ich danke dir zum Abschied für deine Zeit und problemüberdauernde Verbundenheit, die ich sehr geschätzt habe. Du wirst fehlen und unvergessen bleiben. Adieu, Hans, Valet, das Vidania.
Gregor, du bist noch nicht dran. Jetzt kommt der Kulturblock. Und zwar die Trompete. Theodor Ciotan, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Und danach Wilhelm Klotzek mit dem Sprechgesang und danach kommt dann Daniela Dahn dran. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Wilhelm Klotzek, ich bin Bildhauer und Autor. Der Schwiegersohn von Hans Modrow, Thorsten Hochmuth, bat mich, diesen Text hier vorzulesen, der den Titel trägt, Die Fahne. Die Fahne handelt von der Tragik eines Betonmonuments in Halle an der Saale. Im Jahre 1967 wurde es aufgestellt und sollte an die Oktoberrevolution erinnern. Doch schon kurz nach der Eröffnung gab es baustatische Probleme, Risse hier und da, die geflickt werden mussten. Nach dem Fall der Mauer war sie Gegenstand hitziger Diskussionen, wie man nur mit ihr umgehen sollte. Abriss, Demontage. Im folgenden Text geht es um das Innenleben, um das mögliche Innenleben dieses Monuments der Geschichte. Die Fahne. Hier laufe ich nun die Straße runter und keiner erkennt mich, zum Glück. Und keiner weiß es, aber ich kann meine Hülle verlassen. Die Fahne steht noch immer da, aber ich habe jetzt zwei Füße und stehe, laufe, trete Schritt für Schritt. Ach, all ihr Menschen mit euren Problemen, ihr habt doch keine Vorstellung von den Problemen eines Betonmonuments. Immer ein Haus im Weg, immer ein Auto im Weg. Im Weg, im Weg, in meinem Weg steht immer irgendwas. Immer steht da was. Und mit der Zeit wird es immer mehr. Immer ein Haus im Weg, immer das Geld im Weg, immer der Mensch im Weg. Immer eine Skulptur im Weg, immer ein Monument, immer diese großen Betonmonumente, immer diese großen Dinger. So herrlich, so groß, gedacht und jetzt? Ich glaube, ich rauche jetzt erst einmal eine Zigarette. Und dann noch eine. Und dann noch eine. Und dann noch ein Wein und dann noch ein Bier und dann noch mehr Zigaretten. Und dann halte ich die Luft an.
Denn eigentlich, was keiner bisher wusste, bin ich ein Raumschiff, das auf den Startbefehl wartet. Und dann werde ich die Fahne, von der ihr alle dachtet, ich wäre nur roter Schrott oder nur ein Monument, endlich abheben. Zu einer Reise in unendliche Weiten, die vorher noch nie ein Mensch gesehen hat. Und meinen Ballast werfe ich ab auf das Gebäude der Telekom, dass es zu Staub und Asche wird, dieses hässliche Monument der Telekommunikation. Ja, wissen Sie, auch Fahnen haben Träume. Aber jetzt rauche ich erst einmal eine Zigarette und trinke eine Flasche Wein. Der Glochar von Halle, der Penner, den alle kennen und keiner weiß, wo er eigentlich schläft. Das bin ich. Ich die Fahne oder auch Flamme der Revolution genannt. Revolution! Davon habt ihr doch alle gar keine Ahnung. Schaut euch auch an, wie ihr alles abnickt, was euch andere vorsetzen. Ihr habt doch alle keine eigenen Gedanken, lebt alle in euren Häusern mit euren Autos, macht Kinder und küsst immer dieselbe. Immer was im Weg, immer was im Weg. Im Weg steht immer was, 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 was. Immer ein Stein im Weg, immer ein Haus im Weg, immer ein Block im Weg. Ach nee, das bin ja ich. Immer ein Stein im Weg, immer eine Ideologie im Weg, immer ein Name im Weg. Ich, die Fahne, Flamme der Revolution. Angemalt mit dem Symbol der digitalen Arbeiterklasse. Angetüncht in den Farben einer Flamme. Doch kann mir jemand sagen, ob diese Flamme gerade ausgeht oder ob sie gerade angeht? Kann mir das bitte mal jemand sagen? Bitte, ihr müsst es doch wissen. Wisst ihr? Die Vergangenheit war Mist, die Zukunft wird auch ganz großer Mist und die Gegenwart ist verharren in Traurigkeit. Schluck Wein, ist wie beim Laufen, versteht ihr? Vergangenheit vorbei, Zukunft verschwindet und irgendwie dazwischen ein kleiner Zipfel Gegenwart. Und irgendwann fiel ich dann mal über diesen besagten Stein, diese Ideologie, dieses System und da schlug ich mir meine Nase auf und da schlug ich mir meine Nase auf und da schlug ich mir meine Nase auf und ich fing an zu bluten. Und vielleicht ist das hier gar keine Flamme, sondern nur Eiter und Blut. Wer weiß das schon? Ihr wisst es nicht. Und mit der blutenden Nase versuche ich so auszusehen, wie ihr mich kennt. Die Fahne, eure Fahne, euer Glochar. Ich liebe euch doch alle. Ich bin das Monument in eurem Weg. Ich bin der Stein in eurem Weg. Ich bin das Übriggebliebene in eurem Weg. Ich bin die Fahne von Halle, die Flamme der Revolution. Dankeschön. Jetzt spricht Daniela Dahn, auch eine Weggefährtin von Hans Modrow. Und wir haben zusammen an der Karl-Marx-Universität studiert. Du warst ein Jahr über mir. Jetzt ist sie Schriftstellerin. Ich bin nur Schreiberling. Liebe Familie, liebe mittrauernde Anwesende, ich vermute, es ging vielen von Ihnen genauso wie mir. Wer einmal mit diesem Hans Modrow zu tun hatte, der hatte immer wieder das Bedürfnis, sich vertrauensvoll an ihn zu wenden. Ich möchte hier nur meine erste und meine letzte Begegnung an ihn erwähnen. Die erste war noch indirekt. Anfang der 80er Jahre, ich war eine junge Autorin, kam nach einer Buchlesung ein Mann mittleren Alters auf mich zu, der sich als Hausmeister eines Dresdner Kindergartens ausgab. Meine Geschichten hätten ihn ermutigt, mir sein Leid über die schikanöse Behandlung all dieser Frauen in dem Kindergarten dort ihm gegenüber mir darzulegen. Er hatte einen Stapel nicht beachteter Eingaben und Briefe dabei. Ich war völlig überfordert. Ich dachte, wenn er auf den unteren Ebenen nicht klarkommt, muss das eben ans Büro Modrow gehen. Ich schickte die Unterlagen mit ein paar Zeilen hin, hatte mich der Sache entledigt, ohne besonders zuversichtlich zu sein. Doch nach einiger Zeit kam ein Dankesbriefchen des Hausmeisters, die Bezirksleitung habe hilfreich schlichtend eingegriffen. So wünscht man sich das. Manche Schlichtung war schwieriger. Seit Januar 1990 lag der Modrow-Plan für eine Vertragsgemeinschaft auf dem Tisch von Kanzler Kohl. Maximale Zusammenarbeit, ohne die Strukturen in beiden Teilen zu verändern. Ein Land, zwei Systeme. Das war seine Idee.
Anfang Februar zeigten die Umfragen für die Wahlen am 18. März immer noch eine absolute Mehrheit der Ost-SPD, auch PDS und die Bürgerbewegung hatten ganz ordentliche Werte. In dieser Situation hatte man sich in der CDU-Führungsspitze offenbar darauf verständigt, dass das Ruder nur noch herumgerissen werden kann, wenn man auf die ganz große Pauke haut. Kohls engster Berater im Kanzleramt, Horst Teltschik, gibt am 9. Februar eine alarmierende Pressekonferenz, die das drohende Chaos in der DDR herbeifantasiert. Drastischer Verfall der Autorität der Modo-Regierung. Die DDR wird in wenigen Tagen völlig zahlungsunfähig sein. Die Übersiedlerzahlen würden weiter steigen. Es ist, als ob ich in ein Wespennest gestochen hätte, schreibt Teltschik in sein Tagebuch. Dieser Stich kam nachträglich betrachtet der Volksverhetzung schon recht nahe. Die ersten beiden Punkte waren maßlos übertrieben, der dritte korrekt, aber durch permanente Übertreibung beeinflusst. Die Medien standen Kopf. Der Spiegel war bei der Panikmache ganz vorn. Woher hatte er die wörtlichen Zitate vom Vier-Augen-Gespräch zwischen Helmut Kohl und Hans Modo am Rande des Weltwirtschaftstreffens in Davos am 3. Februar? Der DDR-Ministerpräsident habe geklagt, es gebe einen dramatischen Verfall der Staatlichkeit. Ganze Verwaltungen lägen lahm, die nationale Volksarmee zerbrösele. Vor allem aber sei sein Land wirtschaftlich am Ende. Die Produktion sacke ab. Zahlungsunfähigkeit drohe. Bei uns ist es aus, erklärte der DDR-Premier dem Bonner Kanzler. Wir sind am Ende. Der viel zitierte Artikel ist in die Geschichtsschreibung eingegangen. Modo selbst habe kapituliert. Dem Kanzler blieb keine andere Wahl, als das Heft, also die DDR-Mark, in die Hand zu nehmen. Auch mich haben diese Aussagen damals irritiert, zumal Wirtschafts- und Bankfachleute die Situation ganz anders schilderten. Aber wenn das Staatsoberhaupt selbst es sagt? Mich hat dieser Widerspruch nie losgelassen, bis ich es endlich vor 3 Jahren für ein Buch genau wissen wollte und Hans Modo besuchte. Ich legte ihm den Spiegelartikel vor. Er las, verwundert, verärgert, ich habe kein Wort davon gesagt, sagte er sofort und vor allem schon allein, weil diese Schilderung der DDR-Realität keinesfalls entsprochen hat. Sich die wörtlichen Zitate autorisieren zu lassen, hat der Spiegel damals nicht für nötig befunden. Hans verwies mich auf ein interessantes Detail. Das vermeintliche Vier-Augen-Gespräch in Davos war in Wahrheit ein Acht-Augen-Gespräch. Der Ministerpräsident hatte seinen wissenschaftlichen Mitarbeiter Karl-Heinz Arnold dabei und der Kanzler den seinen, selbstredend Horst Teltschik. Noch 1990 erschien Arnolds Buch Hans Modo, die ersten 100 Tage. Darin findet sich eine ausführliche Schilderung des Treffens, von der Hans mir sagte, sie werde dem Inhalt der Begegnung gerecht. Das Gespräch Kohl-Modo sei stockend in Gang gekommen, schreibt Arnold. Man bescheinigt sich gegenseitig, dass die bisherige Briefschnüffelei und Telefonabhörpraxis eingestellt wird. Modo spricht von gemeinsamer Verantwortung und davon, dass bei den DDR-Bürgern das Vertrauen in die solidarische Unterstützung aus der Bundesrepublik schwinde, die Kohl in seiner Dresdner Rede unter anderem wegen des Kaufrauschs von Bundesbürgern auf subventionierte Waren und Dienstleistungen zugesagt war. Arnold schreibt, Helmut Kohl fragt in Davos, was braucht die DDR? Der Ministerpräsident stutzt, schluckt, entschließt sich, die notwendigen 15 Milliarden D-Mark erneut zu nennen. Der Kanzler geht darauf nicht ein, erzählt wie beiläufig von der Nachkriegswährungsreform in der Bundesrepublik. Die wichtigste Sache, sagt er, ist die Währung. Hans Modo hat sich nachträglich geärgert, dass er es nicht gewagt hat, Kohl nach seinem Entwurf für eine Vertragsgemeinschaft zu fragen.
Das war mein Fehler. Ich hätte sagen müssen, darüber will ich reden, sagte er mir. Dass man nach westlichen Spielregeln nicht ungefragt Fehler einräumt, hatte Hans Modo immer noch nicht verinnerlicht. Er brachte einen weiteren Beweis gegen die Darstellung westlicher Medien und Politiker ins Gespräch. Modo hatte 2013 auf Anfrage erfahren, dass der BND seit 1956 eine Akte über ihn als FDJ-Politiker führte. Als ihm die Einsicht immer wieder verwehrt wurde, klagte er 2018 gegen die Bundesrepublik Deutschland. Kurz bevor wir uns 2020 trafen, wurde damit begonnen, ihm einzelne Teile zukommen zu lassen, darunter auch Lageeinschätzungen des BND über die DDR zur Zeit seiner Regierung. Dort findet sich über die Wirtschaft kein Katastrophenszenario, nichts von Zerfall oder fehlender Stabilität. Dagegen wird berichtet, welche Reformansätze diskutiert werden, um für die Bürger die eigene Eigentumsordnung zu erhalten. Also genau das, was die führenden CDU-CSU-Politiker und hinter ihnen die Wirtschaft empört ablehnten. Sie haben es von ihren eigenen Diensten besser gewusst und sind dennoch hemmungslos mit drastischen Fehlinformationen vor die Öffentlichkeit getreten. Und die Presse hat willig mitgespielt. Ja, kläre das auf, bekam ich den Auftrag. Und ich habe es ausführlich auch mit Faksimilis der gefälschten Artikel getan. An seinem 95. Geburtstag rief ich Hans Modo an. Ich war erfreut, seine Stimme fest und klar zu hören. Ich beglückwünschte ihn. Aber du musst wissen, dass ich sehr abgebaut habe, sagte er, uneitel und bescheiden wie immer, selbst an diesem Tag. Aber du kannst auf ein erfülltes, kämpferisches Leben zurückblicken, warst immer für andere da. Heute ist ein wichtiger Tag für dich. Ja, das stimmt, sagte er. Und jetzt kommt Hartmut König. Sag mir, wo du stehst. Stehst du oder sitzt du? Frank, nicht nur du hast mit Daniela dann studiert, ich auch. Nein, ja vorher, sieht man doch. Aber vor dieser Studentenzeit, mit 18 habe ich ein Lied geschrieben, Friedenslied. Ich singe das deshalb, weil Hans mir mal gesagt hat, dass es ihm gefällt. Und wenn ich es nun heute singe, so auf dem Weg zu 80, dann könnte es daran liegen, dass das Thema eben so brandaktuell ist. Denn Frieden muss sein, hier in der Welt, in der Ukraine. Also die Waffen nieder, verhandeln. Das Wasser fließt nicht von selbst bergauf und auf den Feldern reift uns kein Krug voll Wein. Das Wasser fließt nicht von selbst bergauf und auch die Kriege hören nicht von selber auf. Das Wasser fließt nicht von selbst bergauf. Auch die Kriege hören nicht von selber auf. Schön ist die Rose und schön das Licht,
schön ist der Morgenwind, schön ist dein Gesicht, schön ist die Welt, wenn sie friedlich ist, schön ist der Frieden, wenn du seine sicher bist. Schön ist die Welt, wenn sie friedlich ist. Schön ist der Frieden, wenn du seine sicher bist. Gabi Lindner, die Lebensgefährtin von Hans. Lieber Hans, sehr viele Menschen sprechen mit Hochachtung über dich. Du bist für mich aber immer noch da. Deshalb spreche ich heute zu dir. Ich danke dir für 18 glückliche Jahre meines Lebens. Und ich danke dir für dein großes Engagement, für deinen Stiefsohn Felix seit seiner schweren Erkrankung. Nur du kennst die Situation, in der ich gesagt habe, zu Hause. Dieses Zuhause ist mir durch deinen Tod genommen. Du hast einmal gesagt, ich wisse gar nicht, wie viel du von mir gelernt habest. Ich habe nur eine ungefähre Vorstellung, was du damit gemeint hast. Dafür kann ich dir sagen, was ich versucht habe, von dir zu lernen. Da geht es um etwas, was deine Persönlichkeit ausmacht. Denn erst die entscheidet, was mehr oder weniger formales Wissen, was daraus wird. Als Persönlichkeit warst du mir jedenfalls weit überlegen. Und das habe ich dir auch gesagt. Dein Verhalten gegenüber anderen Menschen war gekennzeichnet von einer erstaunlichen Kombination. Nämlich der Kombination aus realistischem Selbstbewusstsein und Empathie. Ausgeprägtes Selbstbewusstsein ist wahrlich verbreitet. Realistisch wird es erst durch die Fähigkeit zu kritischer Selbstreflexion. Diese Fähigkeit zur Selbstreflexion hast du zuletzt noch einmal bewiesen. Du hattest Schwierigkeiten, dich auf die völlig neuen Bedingungen im ärztlich dringend empfohlenen Pflegeheim einzustellen. Als nach der Feier zu deinem 95. Geburtstag alle Teilnehmer begeistert davon waren, dass du 2 Stunden lang mit ihnen konzentriert Gespräche geführt hattest, erklärtest du mir 2 Tage danach: Mein alter Kopf kann eben mit dem alten Leben noch umgehen, aber der alte Kopf kann es mit dem neuen Leben noch nicht. Für Selbstkritik hattest du früher eine handfeste Formulierung. Du sagtest dann: Modro, du alter Trottel. Meinungsverschiedenheiten gehörten ganz selbstverständlich zu uns. Wir haben immer versucht, sie produktiv zu machen. Eine Form deiner Kritik an mir habe ich geradezu geliebt. Sie hieß: Mein kleines Dusselchen. In den letzten 2 Jahren habe ich sie sehr vermisst. Die Kombination aus Selbstbewusstsein, aus realistischem Selbstbewusstsein und Empathie erklärt, weshalb du für Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Denkweisen
offen warst und gleichermaßen von solch unterschiedlichen Menschen geachtet wurdest. Letzteres bestätigt sich durch Widmungen in dir übereigneten Büchern. Keineswegs, nur aus dem eigenen politischen Umfeld. Ich lese gerade einen dicken Roman von Martin Walser mit handschriftlicher Widmung für dich. Vertrauen war ein wichtiges Wort in deinem Leben. Du hattest die Kraft dazu. Dein letztes Buch hat den Titel Brückenbauer. Bewundert habe ich dein Durchhaltevermögen, wenn es um prinzipielle politische Fragen ging. Zum Beispiel beim Kampf gegen das bundesdeutsche Strafrentengesetz oder auch bei deiner Überwachung durch den BND seit den 60er Jahren. Buchtitel: Ich will meine Akte. Bewundert, manchmal auch nicht verstanden habe ich, wie du in einigen Fällen auf Ablehnung reagiert hast. Denn natürlich warst auch du mit Ablehnung konfrontiert. Du hast sie in solchen Fällen einfach negiert, wenn du mit einer entschiedenen Gegenreaktion etwas dir Wichtiges, sei es im persönlichen oder politischen Bereich, nicht gefährden wolltest. Vermeidung von Konflikteskalation eben. Du erklärtest es in solchen Fällen mit den Worten: Manchmal ist es gut, sich einfach dumm zu stellen. Als ich dich einmal bei einer Einladung der südkoreanischen Botschaft vertreten musste, saß ein deutscher Partner, der Koreaner, neben mir in der ersten Reihe. Er sagte zu mir: Für ihren Mann gibt es ein altmodisches Wort, Anstand. Er wusste nicht, dass du manche zwischenmenschlichen Vorgänge, auch solcher in deiner Partei, kommentiert hast mit den Worten: Das wäre einfach anständig oder das ist einfach unanständig. Ich zitiere den Satz aus einem Kondolenzschreiben an mich, der sich sinngemäß auch in vielen anderen findet. Es tut gut zu sehen, wie viele Menschen mit uns trauern und sich mit großem Respekt vor dem Menschen Hans Modrow an ihn und sein Lebenswerk erinnern. Lieber Hans, du wolltest akzeptiert, aber bis zuletzt nicht großartig gelobt werden. Jetzt konntest du dich nicht wehren. Verzeih mir, dass ich das ausgenutzt habe. Wir hören jetzt nochmal die Trompete und dann spricht noch Thorsten als Chef der Modrow-Stiftung. Thank you.
Dieser Humpelfuß wird mich noch lange an Hans erinnern. Ich war auf dem Weg zu ihm ins Krankenhaus und habe mir das Bein gebrochen. Und in der gleichen Nacht ist Hans gestorben. Hans war mein ältester und mein bester Freund. Ich will jetzt keine große Rede halten, sondern ihn nur von drei Erlebnissen berichten, die ich mit ihm gehabt habe und die unsere Freundschaft ausgemacht haben. Liebe Freunde, verehrte Trauergäste, am 29. Oktober 2018, einem Montag, fuhr ich mit Hans nach Herrnhut in Sachsen zu den Brüdern und Schwestern der Herrnhuter Brüdergemeinde. Wir folgten einer Einladung von Pastor Peter Vogt, um auf den Spuren von Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf zu wandern, über den Hans' verstorbene Tochter Irina 1988 ihre Promotion schrieb. Auf der Fahrt, 30 Kilometer vor dem Ziel, umhüllte uns ein Jahrhundertnebel. Ich fragte Hans, du kennst dich doch hier aus. Wo sollen wir nun langfahren? Er antwortete mir, ich kenne mich hier nicht aus. Das musst du wissen, bist der Fahrer und ich bin nur dein Gast. Dr. Google Maps stehe uns bei, sagte ich. Ich erläuterte ihm das Wunderwerk des Internets und er sagte nur, er verstehe nichts von dieser Technik. Wir hatten Glück, es gab ausreichend Netz. Endlich angekommen, sagte Hans, er wisse nun Bescheid, was das Internet leisten kann. 2018. In Herrnhut begleitete uns Pfarrer Peter Vogt zum Gottesacker, in das Archiv der Brüderunität und in die Kirche. Wir trafen uns mit Pastoren und Missionaren. An diesen Tagen verabredeten wir mit der Brüderunität zwei internationale Werkstätten zu veranstalten, in deren Mittelpunkt die christlichen Sozialutopien der Herrnhuter Brüdergemeinde stehen sollten. Am letzten Tag in Herrnhut gingen wir noch einmal allein spazieren. Die Kirchentür war offen und wir schlüpften hinein in das Haus Gottes. Wir fühlten uns gut. Wir waren allein, scherzten ein wenig und es überkam uns, uns gegenseitig die Beichte abzunehmen. Meine Beichte hat Hans mitgenommen auf seine letzte Reise. Die Herrnhuter sagen, wenn einer geht, dass er heimgeht. Ich erzählte Hans von meinem Freund Reinhold Andert, der mir einmal sagte, wenn er noch einmal geboren werden sollte, dann am liebsten als Christ in Herrnhut. Hans fand, an dieser Idee sollte man arbeiten. Auf der Heimfahrt, es wird noch lustiger, auf der Heimfahrt nach Berlin waren wir so beflügelt von unseren Erlebnissen, dass wir Dr. Google Maps uns den Weg nach Berlin auf Russisch erklären ließen. Hans ließ sich das erste Mal in seinem Leben von mir zu einem Besuch bei McDonald's einladen. Hans kam mit den Angestellten ins Gespräch, die ihn nicht ohne Stolz in ihre Küche ließen, wo ein Gespräch über die Arbeitsbedingungen der amerikanischen Systemgastronomie entstand. Hans war schwer beeindruckt. Anderthalb Jahre später, die Werkstätten fanden 2019 erfolgreich statt. In Herrnhut und Prag wurde eifrig debattiert, im Mittelpunkt stand der Dialog zwischen Christen und Atheisten. Wir hatten die Absicht, eine Publikation mit den Diskussionsbeiträgen herauszubringen. Einen Verlag fanden wir allerdings nicht. Davon unbeeindruckt meinte Hans, das nehmen wir selbst in die Hand. Ich weiß, dass du das kannst. Ich legte mich ins Zeug und machte Fehler.
Einige wenige Genossen, die Hans nahe standen, nahmen das zum Anlass, ihm zu erklären, es sei doch besser, sich von mir zu trennen, um Schaden abzuwehren. Hans blieb ruhig und besonnen, teilte seinen Freunden mit, dass er zu mir stehe und im Übrigen meine Fehler auch seine Fehler seien. Die Kritik verstummte schlagartig. Mit Hans war keine Hinterzimmerpolitik zu machen. Zu mir sagte er nur, ich weiß, dass du das beim nächsten Mal besser kannst. Bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich immer, Loyalität ist eine Einbahnstraße, sei eine Einbahnstraße. Er ermunterte mich, nicht hinzuschmeißen. Die letzten verlegerischen Arbeiten haben wir gemeinsam gemeistert. Die Publikation war kaum gedruckt, da war sie auch schon vergriffen. Die Modrow-Stiftung ist eine kleine Stiftung. Jeder bringt sein Netzwerk und seine Kompetenz ein. Unser Budget ist klein, wir setzen immer auf Kooperation. Hans an der Spitze der Stiftung hat stets großen Wert auf Transparenz gelegt. Vom Sitzungsprotokoll bis zum Haushaltsplan. Wenn ich mit ihm eine kleine Vorstandssitzung abhielt, lag vor ihm schon ein Zettel. Anhand der Nummerierung konnte ich abschätzen, wie gut er wieder vorbereitet war. Immer gab es die einfache oder tiefgreifende Analyse der großen oder kleinen Dinge dieser Welt. Hans kannte das Leben. Und was ich nicht bei Google fand, fand Hans in seinem Gedächtnis. Er konnte sich an alles bis ins kleinste Detail erinnern, wen er wo am 17. Juni 1953 traf und welche Entscheidung er damals getroffen hat. Er brauchte kein Internet. Ja. Voriges Jahr im Januar besuchte ich ihn im Friedrichshainer Krankenhaus. Er saß in seinem Zimmer mit vielen Zetteln und Notizen auf dem Tisch. Zu mir sagte er nur, es wird Zeit, Thorsten, dass du etwas Sport machst. Konzentriere dich bitte auf den Staffellauf. Ich war ein wenig irritiert. Er klärte mich auf, worauf es im Staffellauf ankommt. Ich war beruhigt und unruhig zugleich. Hans ordnete seine Sachen und bereitete mich auf seinen letzten Lauf vor. Mit seiner krakeligen Schrift, die außer Evi Nowitzki, Gabriele Lindner und Frank Schumann keiner entziffern konnte, übergab er mir nach jedem Besuch mehrere Zettel. Im letzten Jahr überstürzten sich die Ereignisse. Hans fasste den Entschluss, seinen Sitz im Ältestenrat abzugeben. Er wollte eine geordnete Übergabe organisieren. Ein würdevoller Abschied sollte es werden. Stattdessen blies ihm der Wind ins Gesicht. Wie stark der Wind war, konnte ich bei der Vorbereitung dieser Feier spüren. Hans lebte standhaft mit Anstand, so wie viele seiner getreuen Freunde, die sich hier versammelt haben. Konspiration und Angriff aus der dritten Reihe waren ihm stets zuwider. Er duckte sich nicht ab. Er war Sportler. Die Mannschaft war ihm wichtiger als seine Person. Ich war mit Hans beim ersten FC Union Berlin in der Alten Försterei. Es war ein Spiel, als Union in der zweiten Liga bereits Erstklasse spielte. Es ging gegen Dynamo Dresden. Das Tor lag unerreichbar in der Luft. Das unentschiedene Endergebnis kommentierte Hans so: Es lag nicht an der Mannschaft, die war prima. Nur der Ball war nicht rund genug. Wir machten Pläne. Wir planten ein Friedenscamp mit Jugendlichen in den Seeloer Höhen. Das nach ihm benannte Modrow-Gesetz sollte
illustriert werden. Erfahrung mit einer Publikation habe ich ja gesammelt. Und die Rechte der Frauen noch stärker als bisher in den Mittelpunkt unserer Arbeit in der Stiftung gerückt werden. Nun ist Hans nicht mehr da. Wir müssen das jetzt gemeinsam machen. Formieren wir eine Mannschaft, um die Arbeit der Modrow-Stiftung in seinem Sinne fortzuführen. Ganz zum Schluss, Evi Nowitzki, Gabriele Lindner, Peter Schröder, Frank Schumann und Meinhard Tietz sowie 2 Dutzend Helfer und Sympathisanten haben uns gezeigt, dass wir, wenn wir gemeinsam handeln, stark und erfolgreich sind. Danke. So, jetzt sind wir durch. Es war ein heiterer Abschied, wie ich fand, aber auch angemessen. Ansonsten bleibt mir jetzt nur noch anzukündigen den Ernst Busch-Chor. Dann räumen wir hier ab. Und danach, Hans hat noch eine Bestellung hinterlassen, und zwar Hacke-Peter-Brötchen. Die sind dann draußen, werden dann draußen gereicht. Und dann soll ich noch darauf hinweisen, dass die Bilder, die draußen hängen, die sind von Vera Rüttimann. Vera Rüttimann ist eine Schweizer Fotografin und die hat Hans 1991 dort auch intensiv begleitet. Das ist also sozusagen auch nochmal eine Erinnerung an die frühe und heiße Zeit. Ansonsten herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind, und ich hoffe, dass man sich wieder sieht. Es müssen nicht immer solche Anlässe sein. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, die Sängerinnen und Sänger des Ernst-Busch-Chores Berlin und ihr Dirigent Kurt Hartke sind sehr gern zu dieser Veranstaltung gekommen. Viele von uns kennen Hans Modrow. Sie sehen es, wir sind eine Generation. Viele von uns haben ihn selbst erlebt. Wir sind immer sehr interessiert gewesen an allem, was Hans gesagt und gedacht hat. Wir haben ihn geschätzt, vor allem für sein Engagement für Frieden und internationale Solidarität. Und wir haben ihn gemocht. Wo auch immer wir wohnen, unser Glück auf dem Frieden.
liegt. Über Klüfte, liebes, liebes Vaterschub, springt der Hof, springt der Hof. Freund, reih dich ein, dass vom Grauen wir die Welt befreien. Unser Lied die Ozeane überfliegt, Freundschaft siegt, Freundschaft siegt. Thank you.